Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, ist einer mit dem Akkuschrauber am Gange. Wir sind hier unterwegs im Glutofen Berlin. Ich habe hier in der Wohnung 26 Grad auf dem Balkon. Es ist ein Ostbalkon, ja, wo eigentlich nur morgens die Sonne steht. Da sind es immer noch 30 aktuell. Da bin ich ein bisschen neben der Gap, weißt du. So, jetzt müssen wir da vorne erstmal unseren Auftrag holen. Das Navi habe ich repariert. Es spricht. Mal gucken, wie nervtötend das ist. So. Aufträge. Das wollte ich haben, glaube ich. Ne? Kann das sein? Ja. Da gucken wir mal, ob wir da noch einen schöneren Trailer kriegen. Schwarzmüller. Trocker Krone. Krone Dryliner. Komm, den nehmen wir. Auftrag annehmen. Draußen fliegt ein Flugzeug, aber wie gesagt, ich muss hier so Luft reinlassen. Und gucken mal, wo unser Auftrag überhaupt steht. Da können wir doch gerade rückwärts anfahren, oder? Zeit zu gehen. Was? Zeit zu gehen? Gehen wir denn auf den Wecker? So. Zeit zu gehen. Ja, gerade angefangen. So, wir sehen zu. Wir haben 254 Kilometer vor uns. Ich denke, die fahren wir in dieser Strecke auch mal stumpf durch. Dann wollen wir mal gucken, inwiefern das Navi uns nervt. Zeit zu gehen? Nö. Nö. Ihr müsst zum Beispiel schon biege mal kommen. Nach links ab. Ah, das fällt dir aber früh ein. Biege nach links ab. Halt die Gosche, außer ein bisschen zu laut. Optionen. Bei Audio war das, glaube ich, genau. Das Ding ist definitiv zu laut. Du kannst es aber auch nicht leiser stellen, oder? Lautstärke Navi Sprachausgabe, da oben hängt es drin. So, die muss ja nicht brüllen wie so ein wilder Stier. Und noch schöner. Nix hat sie gesagt. Da hinten was kommt mit dem Kreisen. Bitte rechts halten. Ah. Na dann. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nein. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Sehr freundlich. Wisst ihr was? Pass mal auf hier. F3. Mal gucken, wie weit wir mit ihr kommen. Aua. Ja, ich hatte das falsch eingestellt. Habe ich hier nicht durchgepasst. Haben aber nicht zerstört. Warum ist das Ding eigentlich schon wieder an? Ich hab's doch abgeschaltet. So,
Solange sie nichts sagt, geradeaus oder was? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Warum? Ich will aber nicht. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich kann es mir mal angucken, wa? Ups. Ich kann sie mir ja mal angucken. Ob ich mich dran halte, weiß ich nicht. So, ja. Morgen wird es, glaube ich, wieder ein bisschen kühler. Aber fängt ja gut an, ne? Hitze wird immer größer. Und das in Bitte Berlin. Links halten. Warum? Bitte links halten. Das ist cool gemacht. Quatschen Sie wenigstens. Ist doch schön. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Alte, du nervst. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Warum ist das eigentlich schon wieder duster? Das ist schon cool, ne? Ach, so kann man doch gechillt über die Autobahn cruisen, wa? Aber ich glaube, ich kann das Navi glatt noch ein bisschen leiser machen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Warum? Ach, deswegen. Hättest du aber auch sagen können, da das Geld kostet, ne? Das hat sie also wohl gewusst. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, jetzt ist egal, jetzt habe ich dafür bezahlt, jetzt fahre ich auch, ne? Und so. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Alter! Schweig still! Schön. Was qualmt da denn? Oha. Keine Feuerwehr hier, nix, ne? Oh, er hat abgesattelt, das ist schon mal gut. Während dann gleich das Video gerendert wird, werde ich mal meine Brote für morgen machen und mir überlegen, was ich heute Abend noch esse. Bei dieser Hitze hast du keinen Hunger. Ist nun mal so. Aber irgendwas muss man ja essen. Hilft ja nichts. Aber was?
Wäre nice, wenn sie mal zwischendurch sagen würde, noch so und so viel Kilometer bis zum Ziel. Das sieht man nämlich nirgendwo. Ja, und auf der rechten Seite Viehtransporte. Das ist das, was ich im AI-Traffic und auch bei den Warentransporten vermisse. Wenn ich beispielsweise Jessicat-Mods und so weiter dran habe, dann hat sich's mit Tiertransporten erledigt. Du findest die auch nicht mehr auf der Straße. Alles andere ja, aber Tiere werden nicht mehr durch die Gegend gefahren. Wahrscheinlich im Zeichen des Umweltschutzes oder so, ne? Wer weiß das schon. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hör mal, Alte, fällt dir noch irgendwas anders ein? Ist ganz schön flott unterwegs mit seinem Betonmischer, wa? So, jetzt noch Platz hier. Ebenso. Freiwillig nicht will, dann müssen wir ihn zu seinem Glück zwingen. Ey. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Links komme ich auch nicht ran. Wer hat überhaupt gesagt, dass die mich mit Du ansabbeln? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach, das lässt mir eine First. Die mobbt es nicht. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Nö. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Hier raus. Ausfahrt rechts. Ja. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Boah, Alter, du gehst mir auf den Senkel. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ja. Wie schön. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Das will ich machen. Hey. Die ist ja so freundlich, ne? Guck mal, da vorne ist unser Empfänger. Demnächst links abbiegen. Was? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Biege nach links ab. Wieso? Ich fahre im Kreisverkehr. Was willst du von mir? Biege nach rechts ab. Biege nach rechts ab.
Wir sind fertig. Nö. Jetzt sind wir fertig. So, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht den Daumen runter. YouTube ist es egal, da zählt nur die Aktion. Ihr dürft auch gerne ein Abo dalassen. Ist für euch absolut kostenfrei. Und wenn ihr dann zusätzlich noch die Glocke klickt, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt. So, ich beende die Folge dann an dieser Stelle. Und irgendwie habe ich das Gefühl, meine Uhr auf dem Telefon wird überhaupt nicht später. Merkwürdig. Ich verabschiede mich und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen früh wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.